Wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, liebe YouTuber. Heute wollen wir uns mal um das Thema kümmern, Call of Duty gegen Battlefield, beziehungsweise gibt es ein Spiel, das Call of Duty den Rang ablaufen könnte, rein zockertechnisch und auch auf YouTube. Und da habe ich mir den Darkor-Phil zu eingeladen. Ja, hallöchen Philipp. Ja, hallöchen LPK. Wir wollen heute mit euch das generelle Thema ansprechen, wie lange Call of Duty noch das Leading-Spiel sein könnte und oder ob es Spiele gibt, die Call of Duty ablösen können als meistverkauftes, meistgespieltes Spiel. Genau, also ihr habt es ja schon gehört, er ist auch Philipp und deshalb haben wir uns darauf geeinigt, dass ich ihn Philipp nenne und er mich LPK, denn ich denke, das ist für euch der einfachste Weg. Und also ich muss erstmal vorweg sagen, das große Duell bei Shootern ist natürlich Call of Duty gegen Battlefield. Ich denke, da sind wir einer Meinung. Ja. Nun gibt es ja natürlich immer noch ein paar andere Spiele. Mir fällt jetzt Crysis, Homefront, Counter-Strike oder auch für die Xbox ist es ja Exklusivtitel Halo. Aber ich sag mal so, bei Exklusivtiteln ist es besonders prekär, weil wie soll dieser Titel Leading Game werden? Denn er ist ja nur exklusiv verfügbar. Und ganz ehrlich, Call of Duty und Battlefield sind ja eigentlich am massentauglichsten, oder? Die bieten ja eigentlich das Szenario, wo man sagen könnte, ja, die sind eigentlich für alle da. Ja? Man hat Shooter-Elemente, es ist relativ in der Jetztzeit noch angesiedelt, wobei, ihr wisst ja, Black Ops 2 geht ja ein bisschen in die Zukunft. Aber trotzdem, denk mal, du empfindest es ja auch so, oder? Ja, stimmt. Und ja, nochmal zu dem Thema mit Halo. Also ein Exklusivtitel wird nie Call of Duty ablösen, weil es einfach nur für eine Konsole gemacht ist und COD jetzt schon bis zur Wii reicht. Das wird wahrscheinlich Battlefield nie schaffen, dass es auf der Wii ist, weil einfach die Grafik und die Umsetzung zu schwer sein werden. Aber ja, ein Exklusivtitel wahrscheinlich nicht. Ich weiß oder ich glaube, dass der Zombie-Modus von World at War sogar auf dem iPhone spielbar ist. Also selbst da. Scheiße. Ja, ich glaube selbst da. Na gut, aber wenn wir jetzt mal so ein paar Punkte uns angucken, was ist entscheidend für so ein Spiel? Das ist das Gameplay, für viele die Sound Engine, die Grafik natürlich und so eine Verkaufsstrategie. Also wird viel Werbung gemacht, wie sieht das aus mit Add-ons, mit DLCs, gibt es so einen Premium-Service? Ihr wisst ja, Battlefield hat es ja jetzt gerade rausgebracht und da muss man ja sagen, sind sich Call of Duty und Battlefield von der Grundstrategie ja doch sehr ähnlich, aber unterscheiden sich halt auch. Und das merken ja auch sehr viele. Und ich weiß nicht, warst du bisher eher so nur der COD-Spieler oder hast du schon immer Battlefield gespielt? Nee, ich zock Battlefield der Zeit, Battlefield 3 und muss echt sagen, das Spiel begeistert mich. Und du hast kein Bad Company gespielt? Nee, zwei? Gar keins. Okay. Okay, und COD seit wann? Seit Black Ops. Okay, also eher noch kürzer dabei. Ich habe ja eigentlich so richtig mit COD angefangen, bei COD 4 habe aber auch bis COD 1 runter alles gespielt und bis ME3 hoch alles gespielt. Bei Battlefield habe ich Battlefield 2 gespielt, das Vietnam-Ding damals und dann natürlich Bad Company 2 und Bad Company 2 Vietnam. Also wie gesagt, diese zwei Vietnam-Spiele, die es gibt. Bin also da schon etwas länger dabei. Ich fand Bad Company schon ein super Titel, muss aber sagen, man hat doch stark gemerkt, dass es ein Konsolenteil ist. Also gerade so mit Laufen und mit den Bewegungen und sowas, das sieht irgendwie alles sehr konsolenlastig aus. Ich glaube, das werden die meisten PC-Spieler auch bestätigen können und viele von euch Konsolenspielern, ja, die sagen auch, was habt ihr denn gegen Bad Company 2? Also bei dem PC-Spiel ist das total geil und besser als Battlefield 3. Und das muss ich sagen, finde ich eben nicht, weil Battlefield 3 ist echt, man merkt einfach, dass es für PC gemacht ist. Aber gut, was sagst du aktuell? Welches Gameplay gefällt dir momentan besser? Ganz im Ernst, Battlefield. Weil in Battlefield einfach viel mehr Abwechslung ist in dem Gameplay. Bei Call of Duty siehst du immer die gleichen Maps, die gleichen Abläufe, so wie wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt, ein Spawn-Trip-Video anguckst, ist immer das gleiche. Aber in Battlefield kannst du nie sagen, wie das Spiel verläuft, weil es gibt Fahrzeuge, es gibt verschiedene Waffen, es gibt vier Teams, zum Beispiel ein Squad-Team-Deathmatch oder so, und da ist doch mehr Abwechslung als wie in einem Team-Deathmatch in Call of Duty zum Beispiel. Gerade auf YouTube bezogen, finde ich, dass du sagst, dass es bei Battlefield nicht so einsichtig ist, stimmt genau. Denn man muss ja mal überlegen, man kann auch ein gutes YouTube-Gameplay schaffen, indem man einfach nur 50.000 Fahrzeuge repariert. Ich finde es tatsächlich interessant und würde es mir angucken, wenn jemand sagt, ich bin Erster geworden mit keinem einzigen Kill, ja, aber habe noch 20.000 oder sagen wir nur 2.000 Punkte Abstand zum Zweiten, der 30 Kills hat. Würde ich mir noch angucken, weil ich sage, okay, der muss ja echt was drauf haben beim Reparieren sozusagen. Ja. Und das finde ich ist wirklich interessant und da muss man ja sagen, aber das ist halt auch der Nachteil bei COD. Du hast ja selber gesagt, Battlefield 3 ist dein erstes Battlefield. Mhm. Du hast es vorher nie gespielt und natürlich ist dann für dich sowieso alles neu. Und das ist ja auch wichtig für Neueinsteiger,
ist Call of Duty, glaube ich, doch immer noch der attraktivere Teil. Denn Call of Duty ist einsteigerfreundlicher, wobei man auch sagen muss, viele sagen immer, Battlefield 3 verlangt so einen unglaublich hohen Skill. Das ist natürlich Quatsch. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Battlefield, finde ich, ist eigentlich auch leicht spielbar, oder? Ja, genau, genauso wie Call of Duty jetzt vom Aiming her, da unterscheidet sich nicht sehr gravierend von den Bewegungsabläufen her und so. Das Einzige, was sich halt unterscheidet, sind die größeren Maps, wo die meisten dann davon abgehen, dass sie lieber Call of Duty zocken, weil sie dann schnell in der Action sind. Obwohl bei Battlefield 3 auch viel Action ist. Das sind sowieso, unglaublich viel. Ja. Das also ich habe, wenn du so ein Gameplay hast, wo alles um dich herum einstürzt, also da kannst du mir nicht erzählen, dass das keine Action ist oder wo fünf Leute auf die ballern. Aber das ist halt ein Problem, was Battlefield ja allgemein hat, dass man einfach sagen muss, das Spiel wird unterschätzt. Und wenn wir uns angucken, also gameplay-technisch bietet es aus meiner Sicht einfach mehr. Und auch Sound Engine, die Sound Engine ist ja so bombastisch. Ja. Also wenn man das über ein System hat, 5.1, 7.1 oder auch über ein gutes Headset-System, unglaublich, oder? Der Sound, der haut ja noch so weg. Ja, im Gegensatz zu Call of Duty schon, ja, und generell. Wenn dann neben dir ein Haus einstürzt oder wieder ein Panzer neben dir einschlägt und eine Panzerfaust und alles mögliche, das ist schon Hammer, ja. Ja, und man muss ja auch sagen, Battlefield wird da noch immer ein Ticken optimiert. Die wollen ja, dass das für die ESL noch attraktiver ist. Und deshalb soll man demnächst, oder man hört sie auch schon besser, die Schritte noch. Und ich meine mal, das ist ja immer sowas, was auch viele COD-Spieler sagen, ja, man kann da so geil die Schritte hören, bla bla. Und da muss ich sagen, da könnte Battlefield echt jetzt nachziehen. Beziehungsweise, wenn man wirklich auftritt, hört man sowieso schon, wer um die Ecke kommt und wer gerade wo nachlädt und schreit, los, 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 los. Ja, du kennst ja diese Sprüche. Ja, da. Okay, aber ich bin nicht so, die Soundtour ist eigentlich so auch nicht in Call of Duty. Ich zocke eigentlich fast nie mit Headset. Deswegen. Aber zumindest mit Lautsprechern. Ja, schon, aber. Okay. Ich bin ja nicht einer, der da sitzt und dann hört akribisch drauf, oh, jetzt kommt einer rechts und den hole ich mir und dann bei YouTube dann reinschreibt oder bei YouTube dann kommentiert, ja, ich bin so eine geile Soundtoure auf gut Deutsch und ja. Ja, gibt's ja viele, die so sind. Ja, also ja, ich als PC-Spieler habe natürlich immer Headset auf. Also ohne Headset spielen, ich kann das gar nicht. Mit Boxen am PC geht gar nicht bei mir, aber na gut, das ist eine andere Sache. Wenn man jetzt weiterguckt wegen dem Leading-System, muss man ja auch sagen, dass diese beiden Spiele gameplay-technisch und Sound-Engine-technisch doch die Nase vorne haben, finde ich. Und bei Grafik wird ja immer wieder Crysis noch mit hinzugezogen. Aber ich weiß nicht, ich muss sagen, Battlefield ist durch diese zerstörbare Engine doch wirklich herausragend. Ja, und da kann Crysis denn nicht mithalten. Ja, die Frostbite 2 Engine, die ist schon ziemlich krass. Die ist echt krass, ja. Ja, und ich glaube, dass deshalb Battlefield da auch weiterhin den Vorteil behalten wird. Auch wenn Crysis gut aussieht. Hast du schon Crysis 3 Trailer? Ich hab's gespielt auch noch nie. Ne, Crysis 3 ist ja noch nicht draußen. Ja, aber Crysis 2 habe ich auch nicht gespielt. Auch nicht? Nee. Okay. Okay, aber dann kann ich es nur sagen. Also ich habe mir jetzt Trailer angeguckt jetzt bei der E3 und Crysis 3 sieht, also ich glaube wirklich exakt wie Crysis 2 aus. Gut, was sollen sie auch jedes Mal verbessern? Aber dann wird dieses Spiel langsam auch, wie soll ich es nennen, diesen Mythos oder dieses, was es ausgezeichnet hat. Ja, bestaussehendstes Spiel wird es vielleicht behalten. Aber die Leute reizen es nicht mehr so, weil sie sagen, hatte ich bei Crysis 1, hatte ich bei Crysis 2, naja, Crysis 3 sieht genauso aus, interessiert mich nicht mehr. Und das ist auch ein Problem. Das ist ja auch das Problem, was COD an der Engine hat. Ja. Es sieht immer gleich aus. Hast du zumindest, sagen wir es mal so, Call of Duty Black Ops 2 Gameplays beziehungsweise Szenen schon gesehen? Ja, oder, da habe ich schon gesehen, aber was ich da so gesehen habe, haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig, und oder sehe ich auch so. Und ich muss sagen, es sieht sehr stark diesmal nach MW3 aus. Hast du das auch so? Ja. Oder siehst du es auch so? Und irgendwie erinnert es mir auch an Halo von den Waffen her. Ja, das habe ich auch gesagt. Halo und Crysis. Also da bedienen sie sich vielleicht auch da. Wobei man muss auch sagen, es ist schwer. Es ist ein Shooter und der hat nun mal Waffen. Und irgendwo muss man Kompromiss finden. Okay, wo sind wir noch in Call of Duty? Und wo können wir trotzdem so eine Zukunftswaffen einbauen? Weil ich meine mal, mit Pfeil und Bogen will ich nicht kämpfen. So wie es beispielsweise bei Crysis 3 sein wird. Da hast du ja einen Pfeil und Bogen. Finde ich irgendwie affig. Ja, habe ich schon gesehen. Pfeil und Bogen. Naja, gut. Was ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, ist auch die Verkaufsstrategie. Ja, also, und da ist ja Call of Duty eigentlich noch das Maß aller Dinge. Ja. Es wird so viel Werbung gemacht und du weißt ja selber, jedes Jahr diese wunderbaren Skandale. Hier hast du wieder eine Szene, wo die grenzwertig ist. Ich meine mal, hast du dir MW2 zu Release direkt gekauft? Nee, aber ich habe es mir sofort gekauft, also gleich nachdem ich Black Ops gekauft habe. Ach so, ja, stimmt. Schon mitbekommen da mit der Flughafenszene, wo sie dann wieder alle. Okay, das ist der Punkt. Ja. Wäre das für dich ein Grund gewesen, es zu kaufen? Ja, ich muss. Ja, schon. Als Minderjähriger überhaupt, da lässt man sich ja von Werbung leicht beeinflussen, was Shooter betrifft oder generell Games über 18 betrifft. Da lässt man sich ja leichter beeinflussen, sag ich mal, als wenn du jetzt 20 bist oder wenn du jetzt 14 bist.
wirst du dich immer mit 14 mehr für die Spiele über 18 interessieren, weil du es ja nicht spielen darfst, aber trotzdem willst. Ja, kann ich völlig nachvollziehen, okay. Ja, weil worauf ich hinaus will, ist, Call of Duty hat ja mal wieder diesen Skandal und der ist ja bei Battlefield eigentlich nicht so. Also bei Battlefield, ich kann mich gar nicht erinnern, gab es da irgendeinen großen Skandal vorher. Das Einzige, was ich total geil fand, ist, dass sie gesagt haben, okay, 64 Spieler für PC. Also da stand für mich eigentlich fest, okay, das Spiel wird wahrscheinlich gekauft. Aber ansonsten hält sich das Spiel doch eher rein, außer der Origin-Skandal. Okay, das war ein großer... Ja, das war ich. Aber das betrifft dann auch wieder nur die PC-Spieler, sagen wir. Weil erstens das und zweitens hat das nichts mit Battlefield zu tun. Ja. Das haben ja viele damals nicht kapiert. Origin ist nicht Battlefield. Origin ist ja einfach nur sowas wie Steam. Und Battlefield, was soll DICE machen? Ich meine mal, das wird halt darüber gezockt, ja. Du musst darüber die Patches laden, du musst darüber die Premium kaufen und so weiter. Aber da, ich weiß nicht, die Entwickler, die waren da vielleicht auch nicht mit zufrieden. Und dann wurde immer wieder gesagt, ja, Battlefield ist scheiße wegen Origin. Das finde ich schade, dass Leute sowas behaupten, weißt du? Und da muss man sagen, also Call of Duty profitiert davon und Battlefield, glaube ich, hat davon eher nicht profitiert, sondern das war eher negativ, ja, für die Verkaufszahlen. Das hat wahrscheinlich dann noch ein paar PC-Spieler abgeschreckt. So, und dann haben wir ja noch dieses Premium gegen Elite-System. Und mal ehrlich, ja, hast du dich jemals für Elite interessiert? Nee, ganz im Ernst nicht. Weil okay, da bekommst du einfach nichts dafür für dein Geld. Ich sag mal jetzt so, also du bekommst auch in den Map-Packs nichts, in den DLCs. Du bekommst 4 Maps, ja toll, 4 Maps. Was bekommst du in Battlefield? Da bekommst du 10 Waffen, 4 Maps und so weiter und so weiter. Und ja, ich finde auch, dieser Elite-Service ist überhaupt nicht interessant irgendwie. Ja, du kannst da diese komischen Videos teilen, du hast so eine App. Du kannst Gruppen und Clans machen, Online-Klassen-Editor, ja geil, cool, hast Elite-TV. Und das Geilste ist ja, du kannst ja danach gucken, wie deine Stats sind. Ja, das kann ich auch in-game, ja, beziehungsweise bei Black Ops ging es noch so und bei COD, bei Battlefield geht es sowieso von alleine. Also, wo ist da die Attraktivität, außer diese monatlichen DLCs? Ja. Und es kostet auch 49 Euro. Ja, kostet auch 49 Euro, genau. Und die Maps sind dann auch nicht so der Hammer. Halt. Ja, der Nachteil ist meiner Meinung nach, dass sie kleiner sind und dass einfach in den DLCs weniger geboten wird. Also du hast halt wirklich nur die Maps und nichts sonst drum. Du bekommst einfach nichts. Sagen wir so, du bekommst nichts dafür in Anführungszeichen. Du bekommst halt 4 Maps. Wenn du Glück hast, noch 2 Spec Ops Maps dazu und das war's. Stimmt, ja. Und dann hast du halt immer noch dieses Gefühl, habe ich doch in älteren CODs schon mal gesehen. Zumindest wer seit COD 1 gezockt hat. Genau. Und Elite, Premium hast du dir geholt, ja, oder? Heute. Heute geholt, okay. Das sagen aber viele, ja, weil es einfach attraktiver ist, obwohl man auch sagen muss, ja, vielleicht ist es auch nicht so fair. Früher hättest du das alles drin gehabt, aber ich habe ja erst ein Video darüber gemacht und ihr sagt, mein Gott, es ist nun mal so, man muss mit der Zeit gehen. Und wenn ich vergleiche 49,99 für so ein scheiß Elite-TV, für so ein paar DLCs da, wo dann vielleicht kommt ja sogar mal ein Waffen-DLC, aber ich weiß nicht, wenn dich ein Spiel nicht überzeugt, wie ME3, warum sollte ich denn da noch so einen Service dazu kaufen? Ja, genau, dann nochmal, kannst du das nochmal das ganze Game kaufen, also für den gleichen Preis, nur halt in Elite statt dem Game. Also zweimal 60 oder 50 Euro ausgeben, ist auch sinnlos. Hallo. Ja, okay, machst du ja aber bei Battlefield auch, bloß dir wird halt mehr geboten. Ja, genau, das ist attraktiver, das Angebot. Genau, also großer Vorteil für Battlefield. Also Verkaufsstrategie, DLCs und Premium-Service, ganz klarer Punkt, meiner Meinung nach, für Battlefield. Ja, finde ich auch. So, was dann finde ich zumindest, was auch wichtig ist, wie ist der Singleplayer? Also für viele ist das ja doch immer noch wichtig. Wie lang wird da gezockt? Und ich weiß nicht, da muss man sagen, eigentlich bei beiden Spielen eher so unentschieden, oder? Also weil der Singleplayer ist bei beiden nicht Bombe. Ja, Singleplayer zocke ich gar nicht, von dem her. Okay. Ja. Also dann kann ich nur sagen, ich fand den Call of Duty Singleplayer nicht besonders und den von Battlefield auch nicht. Also der hat mich durchgespielt und tschüss. Also ich kaufe mir eigentlich die meisten, also die Games wie Call of Duty und Battlefield nur wegen dem Multiplayer eigentlich. Und das geht wahrscheinlich auch vielen so, dass für viele einfach der Singleplayer so, ja, nebenher ist, aber eigentlich nicht das Hauptaugenmerk drauf, warum sie das Game kaufen. Ja, das geht eigentlich einfach nur noch darum, dass man sagen kann, ja, er ist halt mit dabei, damit man diese Leute auch bedient. Das ist einfach nur, um mehr Casuals ranzuholen. Das ist einfach so, weil manche, ich kann es mir nicht vorstellen, es gibt Leute, die wollen nur den Singleplayer spielen. Die scheißen auf Multiplayer. Ich weiß nicht, Das bietet doch keinen Reiz, wenn du das einmal durchgespielt hast, dann hast du es gesehen, da verändert sich ja nichts mehr, dann spielst du 10-mal das gleiche. Toll. Ja, langweilig, ja. Was meiner Meinung nach auch ganz wichtig ist, wenn man sich das Leading-Spiel anguckt, ist einfach, ist nun mal so, was zocken die Freunde? Ja. Das ist gleich wie beim. Hast du es damals auch abhängig davon gemacht? Bei Call of Duty jetzt?
Bei allgemein, bei Call of Duty zum Beispiel, ja. Ja, schon. Weil da war ich ja noch in der Schule und da haben auch die ganzen Schulkollegen erstmal das System. Kaufst du meistens das, weil du, wo die meisten Freunde drauf zocken und auch dann die Games, weil du kaufst ja kein Game, wo du dann alleine zockst und mit keinem reden kannst drüber und ja, das ist schon auch ein Nebenfaktor, was die Freunde zocken und da ist dann halt meistens Call of Duty im Vordergrund der meistgekauften Games, finde ich. Ja, hast du recht, COD wird gekauft wie bekloppt, also definitiv. Gleich wie FIFA jedes Jahr. Da lässt Jahr. Sich nicht lügen. Wie bitte? Gleich wie FIFA jedes Jahr gekauft wird von den genau. Von vielen. Einfach genau, gegen Pro Evolution Soccer tritt das ja immer an. Das ist der nächste Vergleich da. Und was ich persönlich so noch als wichtigen Punkt sehe, ist einfach, wo bin ich bisher dabei gewesen? War ich eher der Call of Duty Spieler oder eher der COD, Quatsch, oder eher der Battlefield Spieler? Danach richtet sich das. Wobei man sagen muss, viele COD Spieler springen ab, gehen zu Battlefield, aber wenig Battlefield Spieler gehen zu COD. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen, dass viel mehr Leute sagen, die von MW3 jetzt zum Beispiel kommen auf Battlefield, dass sie Battlefield 3 geil finden, aber wenige Leute, die ich über Battlefield so kennengelernt habe, dann sagen, ja, MW3 ist ein geiles Game. Oder ist das Beste oder das will ich unbedingt mal spielen oder so. Ist einfach. Wobei man natürlich da auch sagen muss, Battlefield kommt nicht jedes Jahr raus. Dafür, wenn es dann rauskommt, ist es geil. Dann bekommst du auch ein gutes Game. Auf das du wartest. Sagen wir mal so. Auf jeden Fall. Gut, wenn wir das Ding so zum Ende führen, dann einfach mal deine persönliche Meinung. Glaubst du, also ich meine mal, auf YouTube ist Call of Duty ja bisher immer das Maß aller Dinge gewesen. Es gab Channel, die haben nur von Call of Duty gelebt. Die Szene wurde ja immer wieder auch als Call of Duty-Szene bezeichnet, obwohl sie ja eigentlich eine Gaming-Szene ist oder eine Shooter-Szene, aber definitiv nicht Call of Duty-Szene, weil ich habe schon immer auch was anderes gezeigt. Ja, und jetzt sieht man es ja auch. Nun, viel mehr ehemalige COD-Kommentatoren gehen in den Let's Play-Bereich, bringen Battlefield, bringen andere Games. Deswegen kann man es nicht mehr so als COD-Szene ansehen. Jo. Und was glaubst du jetzt? Könnte Battlefield das neue Hauptspiel werden, das gezeigt wird? Oder eher ausgeglichen? Oder bleibt COD in Führung? Ich will dir ja noch nicht da reinreden. Also einfach aus dem Bauch raus, was würdest du sagen? Ja, ich würde sagen, es wird sich ausgleichen so. Weil man sieht es ja auch jetzt schon, es bringen immer mehr große Kommentatoren, immer mehr Battlefield. Aber ich sag nicht, dass Call of Duty gar nicht mehr gebracht wird, weil es einfach wieder die Klick- und Zuschauerzahlen steigert, wenn ein neues COD rauskommt und das gleich gezeigt wird, ist klar. Also auf die YouTube-Szene bezogen, sage ich so, wird sich das immer so ausbalancieren, ein bisschen zwischen Battlefield und MW3. Aber ich habe so den Eindruck, dass Battlefield 3 schon einen richtigen Schritt in die Richtung gemacht hat, dass es massentauglicher oder nicht massentauglicher geworden ist, aber es spricht einfach mehr Leute an, ja. Ja. Und das war für mich schon ein Schritt in die richtige Richtung, so. Okay, also ich muss sagen, du hast völlig recht mit den Klickzahlen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt einfach, dass viele Leute durch diese enorme Werbung für Call of Duty einfach sehen wollen, was ist dieses Spiel, was kann man da machen, und die gucken natürlich YouTube und klicken die Videos dann an. Und von daher wird es immer auch COD-Videos geben, denn das bringt nun mal Views und Views bringen Geld. Ist das Geschäft, so ist es nun mal. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es gibt halt auch ältere COD-Teile, die werden auch immer wieder gezeigt. Und ich muss auch ehrlich sagen, es wird auch, wenn Black Ops 2 rauskommt, wieder viele Black Ops-Videos geben, weil man einfach sagt, okay, hat sich was geändert oder nicht? Und man das so wieder darlegt und zeigen wird, es ist einfach so. Also wegzudenken ist es meiner Meinung nach nicht, noch nicht. Es könnte sich ändern in den nächsten 5 Jahren vielleicht, dass irgendwann wirklich eine ganz große Masse sagt, okay, nein, reicht mir jetzt langsam. Oder dass es dann wirklich so schlimm ist, dass einfach jeder Call of Duty gekauft hat. Ja, gibt's ja auch. Manchmal. Fakt ist auf jeden Fall, dass Battlefield auf der anderen Seite definitiv den Schritt hingemacht hat zu mehr Casual sein und es immer mehr Leute zocken, es einfacher ist, es auch attraktiver ist durch mehr Spielmodi. Ich meine mal, jetzt durch das Close Quarters DLC kommt Gun Game sozusagen dazu, heißt dort Gun Master oder im Deutsch Waffenmeister. Und das sind Modi, die halt auch von COD eigentlich kommen, weil es gibt ja auch bei COD das Waffenmeister. Naja, von schon länger. Ja, das ist von Counter-Strike. Echt? Okay, das habe ich nicht gewusst, weil das gab es ja auch in Black Ops auch schon, oder? Waffenspiel. Ja. Gab es schon, aber ich weiß, dass ein Counter-Strike schon vorher dabei war. Also das weiß ich definitiv. Also ich sage, der letzte Schritt hin zum absoluten Gleichziehen wäre frei für alle, weil damit auch diese Einzelspieler bedient werden würden. Ich glaube, das bringen sie nicht in Battlefield. Ich auch nicht. Weil es gibt ja jetzt eh schon Squad Deathmatch, wo dann 4-4er-Teams gegeneinander spielen. Das reicht eigentlich in Battlefield. Weil wenn sie dann frei für alle haben, dann ist es eh schon fast wie Call of Duty. Nur halt richtig, und ich hoffe auch nicht, dass es so kommt. Es gibt ja jetzt auch schon in Battlefield keine Fahrzeuge in Squad Deathmatch oder in Deathmatch.
Und da ist es auch schon. Ja, ich hoffe es auch nicht. Ja. So ein Knackpunkt. Wo. Es wäre auf jeden Fall blöd, wieder. Muss man sagen. Entschuldigung, hast ja, du das gesagt? Ja, da ist wieder so ein Knackpunkt, wie weit man jetzt hin zu Call of Duty gehen will. Wenn man jetzt zum Beispiel Frei für alle auch noch reinbringt. Naja. Ich will es ja nicht. Ich sage aber, das wäre für die wahrscheinlich sogar der Schritt, dass noch mehr Leute angesprochen werden. Weil es gibt einfach auch eine Gruppe, die sich, weil dann einfach. Ja, es gibt nämlich eine Gruppe, die sich dafür interessiert. Genau. Aber ich sag mal so, die Maps sind dafür nicht ausgelegt. Klar, man könnte sie neu eingrenzen, wäre kein Ding. Aber naja, ich sag mal so, ich hoffe es nicht, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen. Und von daher kann man eigentlich nur sagen, abschließend, dass ich glaube, dass es sehr ausgeglichen sein wird, der Anteil der Videos von beiden, und dass auch vor allen Dingen für den PC wird Battlefield die Macht bleiben, also ganz klar. Frage ich ist halt auf der Konsole, weil ich finde halt, die Battlefield-Fassung auf der Konsole ist nicht so gut. Also die gefällt mir ja, nicht. Ja, ich habe auf dem PC noch nicht gespielt. So, aber jetzt muss ich auch mal nachholen, weil 64 Mann ist sicher nochmal ein Tick geiler als nur 32 auf der Konsole. Das stimmt. Weil da sind halt nochmal noch doppelt so viele. Ja, das ist sicher geil. Okay, gut, dann haben wir eigentlich unseren Standpunkt dargelegt. Und ich muss sagen, jetzt seid ihr wie immer gefragt da draußen, was glaubt ihr, wird sich das ändern? Ich meine, momentan ändert sich es ja schon. Am Anfang durfte man ja eigentlich gar kein Battlefield zeigen. Da hieß es ja sofort, scheiße, langweilig, Gameplay ist doof. Mittlerweile wird Battlefield schon lieber geguckt. Und von daher, wollt ihr das weiterhin so oder nicht? Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass du da warst. War eine interessante Diskussion und ich verabschiede mich und sag dir, hast die letzten Worte, bis dahin. Okay, tschüss. Ich bedanke mich auch noch bei dir, LPK, und ja, und auch bei den Abonnenten, dass ihr jetzt zugehört habt. Und ja, das war's von uns. Haut da rein. Ciao, sen.